Moin moin liebe Pokémon-Community aus eurem LGS Lübeck, wo wir immer noch das Pokémon Go TCG feiern. Wir wollen uns heute das erste Go-Produkt, das erste deutsche Go-Produkt anschauen, welches es pünktlich zum Release auf den Markt geschafft hat. Selbstverständlich spreche ich von den ultra-cuten Minitins. Wir werden von jedem Exemplar natürlich eines öffnen, weil wir uns natürlich auch die wunderschönen Karten anschauen wollen, die entsprechend des Designs der Tinbox, die ihr euch auswählt, hier drin sind. In diesem Sinne, nicht lang schnacken, ihr kennt es, let's go! Bevor es mit dem Opening losgeht, muss ich euch einmal dieses Meisterwerk zeigen. Ich konnte meine Finger nicht davon lassen. Mir ist aufgefallen, man kann diese Tinboxen so schön zueinander puzzeln und dann gibt es, wow, dieses Bild. Ist das nicht magic? Aber genug geschnackt, wir starten mit der Carpadur-Tin. So, mal sehen, was wir hier für Schätze drin finden. An der Zahl haben wir hier zwei Booster-Packs drin, dann halt die Münze und halt die Bildkarte mit dem darauf abgebildeten Pokémon. Öffnen wir. Oh nein, wie schön. Schaut mal, also diese Münze hier, die ist ja super cute. Ja, approved. Nehmen wir. So, dann haben wir hier, aha, wir können abchecken den Pokédex-Eintrag. Nummer 129, unser Carpador. Thank you. Und unsere Booster-Packs. Natürlich auch wieder Codes, ne, für die Pokémon-Go-Spieler. Ist ja fast überall eigentlich in dieser Serie dabei. So, und jetzt schauen wir mal, was uns die Booster bescheren. Wir haben ja schon in den vergangenen Videos echt gut gezogen. Dieser hier lässt sich gleich mal nicht öffnen. Oh, wir haben gespoilert. Es ist schon mal ein Hit drin. Wir schauen nach. Wir haben Radikal, Navitaub, Lavita, Natu, ein Ambidiffel, ein Olubibus Sonderbonbon und, naja, ein Relaxo in Holo. That's it. Nichts Besonderes, aber wir haben ja noch viele Booster to go. So. Mal sehen, was uns der zweite Booster beschert. Griffel, Bisasam, ein Dusselgur, Carpador, sehr schön, Turtok, Holo-Biverse und oha, wir haben das Secret Rare. Krasser Scheiß, die Alpmut-Maschine, okay, random Card, aber mega geil. Bling, bling, Leute, die Tins gönnen. Ja, ich würde mal sagen, oh, das wird natürlich hier rausgecatcht. Wir fackeln gar nicht lange, wir sind richtig angefixt und weil uns das Holo Relaxo offenbar ja Glück gebracht hat, wollen wir natürlich gleich mal die nächste Tin mit Relaxo öffnen, ne? So, wir wissen ja schon, was drin ist, die Codes wieder und so weiter und so fort. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hatte eben schon Kunden im Laden, die gesagt haben, ey, du ziehst da was raus. Wir werden es sehen. Natu, nochmal, Ambidiffel, Radikal, Lavita, Ratzfratz, Holovir, Stalos. Nee, was ist denn mit diesen Tins los? Einfach Mewtwo Vista. Okay. Okay. Ich weiß jetzt gerade noch nicht so ganz, wie ich auf mein Leben klarkommen soll, aber ich versuch's mal. Das ist mir jetzt ein bisschen zu wild, Leute. Jeder Booster ein Hit. Wir schauen auch noch in den zweiten rein. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Wir haben Radikal, wir haben Navitaub, Lavita, Natu, Ambidiffel, wie immer. Und Holoreal Shiggy mit einem Melmetal. Leider kein krasser Hit. Weiter zur nächsten Box. Unsere nächste Tin wird die Hytera-Tin-Box sein. Also, ich lasse mich wirklich überraschen. Bisher war ja alles ist möglich im Mittwoch, kann man sagen. Ja, Fun Fact, heute ist Mittwoch. Zwei Booster, wir schauen rein. Was erwartet uns? So. Wir starten mit Natu. Wieder Ambidiffel, gefühlt in jedem Booster. Phlegmon, Onix, Super Sweet Glumanda, Holo Reverse, Onix und ach, das süße Pikachu mit der Cappy, was es jetzt ja auch als Promokarte gibt. Mega sweet, aber kein Hit. Wir sind wieder verwöhnte Pokémon Go Opener hier. Next one. Shiggy, schöner Start. Ein Weberak, Lavita, Reißlaus, die Maus, Bidifas, Holoverse, Zapdos und... Nein, ich fresse einen Besen. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wir haben einfach nochmal Mewtwo Vista. Was passiert hier bei diesem Opening? Also, ja. Ja, ich lasse das mal. Ich brauche das auch, glaube ich, langsam nicht mehr kommentieren. Wir haben noch die besten Boxen. Evoli und Pikachu. Oh, die hier hat jetzt ein komplettes
Plastikpaket bekommen. Auch nicht schlecht. Die anderen konnten wir immer so aufschlitzen. Let's take a look. Oh, sie wehrt sich. So. Auf zu unseren Boostern. Mal sehen, was sich hier drin verbirgt. Ich bin mega gehypt, Leute. Ich hoffe, ihr seid es auch. So, wir haben Bidifass, Meltan, Griffel, Glumanda, Evoli, Relaxo, Holo Reverse. Heftig. Es ist nicht die krasseste Karte. Ne? Es ist ja nicht irgendwie hier das, sag mal schnell, andere Glurak, Shiny Glurak, als es ist. Aber ein Glurak, es ist das Holo Glurak. Ich glaube, es geht bummelig so bei 6, 7 Euro, hatte ich zuletzt gesehen. Mega geiler Hit, aber ich liebe halt die Karte einfach. Ne? Sie ist sehr, sehr schön. Ich finde das toll. Mag das gerne, dieses, wenn die Pokémon integriert sind in unsere Umwelt. Schon feierlich. Schicki. So, wir schauen, haben wir noch was Krasses drin? Glumanda, Evoli, Natu. Oh mein Gott, Leute, ich habe gespoilert, da ist ein Hit drin. Ich habe es schon gesehen, ich sehe da was. Es ist das Dragoran Vista. Das ist unsere dritte Vista-Karte. Was? Ich kann nichts mehr sagen. Hier, Karten, gucke an. Letzte Tinbox. Also wenn wir jetzt nochmal so eine Secret Rare oder vielleicht nochmal das Mewtwo Alternativ rausziehen, dann wäre ich doch sehr, sehr happy. Die letzten beiden Booster Packs. Lässt sich schon mal gut öffnen. So, wir schauen. Ihr wisst, es ist heute alles möglich, Mittwoch. Pikachu, Shiggy, Bidiza, Meltan, Glumanda, Holo Reverse Griffel. Ach, nur eine Holo-Karte. Es ist Lapras, das Stadtpark-Schild, wollte ich gerade sagen. Okay, aber ein Booster-Pack haben wir noch. Eins. Das ist es, Leute. Das ist es. Wir ziehen jetzt Mewtwo Alternativ. Ich hab den Vibe. Oder Shiny Glurak. Nehme ich auch. Ich hab den Vibe. Ich habe ihn. Vertraut mir. Kappador. Meltan. Evoli. Pikachu. Ich hab den Vibe, Leute. Einfach nochmal diese Eyebrook-Maschine. Goldkarte. Durchdrehmodus. Was passiert in diesen Tins? Also, Leute, holt euch die Tins, das ist mein Resümee. Ja, ich bereite das jetzt nochmal schön auf. Ich sleeve natürlich die ganze Bude hier jetzt einmal und dann schauen wir uns das nochmal richtig schön im Detail an. So, Leute, hier ist unsere unglaubliche Ausbeute, wie ich finde, was wir aus dem Bundle an Tins gezogen haben. Klar, wir haben das schöne Glurak, ne, ein Holo. Wir haben das Dragoran Vista. Um und bei 5 Euro liegt diese Karte. Dieses süße Pikachu, was ja jetzt auch als Promo im Moment zu haben ist. Und dann haben wir unglaublicherweise einfach zweimal das Mewtwo V-Star gezogen. Das wird um und bei, so, ich habe Anfang August jetzt das jetzt mal nachgeschaut, so um und bei 10 Euro gehandelt. Und zweimal einfach Goldkarte Alp-Rutmaschine, die wird so um und bei 15 Euro gehandelt. Ich glaube, das Höchste, was ich da mal gesehen habe, waren irgendwie 24 Euro. Das ist aber, glaube ich, schon vorbei, die Zeit. Ne? Also Wahnsinn. Wahnsinn, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Ja, also da habe ich ja diese wunderschöne Go-Girlande hier perfekt zum Zelebrieren aufgehangen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, seid jetzt auch mega gehypt auf die Tinboxen. Ich habe mega Bock, mir direkt einfach das nächste Bundle zu grabben und Ciao Kakao zu machen. Die Einzelkarten, die wir hier in diesem Video gezogen haben, landen wieder selbstverständlich kollegial, wollte ich sagen, in unserem Einzelkartenordner for you für den Verkauf. Ne? In diesem Sinne, lasst ein Likey-Likey da, lasst einen Abo hier für uns und dann sehen wir uns ganz bestimmt im nächsten Video. Keep 7 over and out. Bye, bye.